Willkommen hinter dem fünften Türchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Na, wie war der gestrige Tag und der gestrige Abend? Hat es euch irgendwie zusammengebracht oder seid ihr noch sehr weit auseinander? Egal wie es ist, wir beginnen heute wieder mit einem neuen Impuls. Auch diesen Impuls könnt ihr auch wieder beim Spazierengehen machen oder außerhalb eurer Wohnung, wie es euch beliebt, gerne aber auch zu Hause. Heute geht es darum, dass ihr euch gegenseitig erzählt, was euer bisher größter Erfolg gewesen ist. Wahrscheinlich hattet ihr schon einige Erfolge, aber vielleicht möchtet ihr besonders über einen großen Erfolg erzählen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte des anderen schon, aber bitte hört einfach zu. Denn manchmal überrascht es euch vielleicht das ein oder andere Mal zu hören, dass gewisse Geschichten ein besonders großer Erfolg gewesen sind in der Wahrnehmung eurer Partnerin oder eures Partners. Dann versteht ihr vielleicht besser, warum diese Geschichte immer und immer wieder erzählt wird. Denn große Erfolge finden wir schön, machen uns gute Gefühle und dann wollen wir diese Geschichten auch mitteilen. Denn es hilft uns, unser Selbstwert und unser Selbstwertgefühl auch immer wieder zu steigern, wenn wir im Moment nicht die größten Erfolge haben oder wenn es uns im Moment nicht sonderlich gut geht. Und möglicherweise kommt ihr auch darüber ins Gespräch und fragt einander, was daran so ein großer Erfolg war. Und vielleicht merkt ihr beim anderen, ach, das ist ja spannend, dass du das genau erzählst. Denn eigentlich hätte ich gedacht, du würdest das und das benennen. Schaut mal, was bei euch dabei rauskommt. Und dieses Ritual eignet sich vielleicht so alle 5 Jahre mal zu wiederholen, denn in 5 Jahren kann unfassbar viel geschehen. Ihr könnt unfassbar viele Erfolge innerhalb von 5 Jahren gemacht haben. Und von daher könnt ihr euch das gerne auch immer wieder fragen. Es macht aber nicht sonderlich viel Sinn, diese Frage wöchentlich zu stellen oder vielleicht monatlich. Sinnvoller sind da längere Zeitabschnitte. In diesem Sinne wünsche ich euch heute viel Spaß und viel Neugier bei dem, was ihr euch gegenseitig erzählt.